Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe eine gute Nachricht. Schokobons gibt es jetzt in Weiß. Die Packung ist zwar fast leer, aber das eigentliche Thema ist ja, während ich mir die reingezogen habe, habe ich die Kommentare durchgelesen unter meinem Einstieg im Premiere Pro Video. Und da ist die Frage aufgekommen, welche coolen Übergänge gibt es im Premiere Pro. Davon habe ich mir 5 rausgesucht, die es auch gratis zum Download in der Beschreibung gibt. Wir schauen uns das Beispiel an und wie wir diese Übergänge erstellen können. Darum viel Spaß. Wir schauen uns unseren ersten Übergang an. Dafür spielen wir mal das Video ab, beziehungsweise die 2 Clips, die ich ausgesucht habe. Das sind die 2 Clips und zwischen denen brauchen wir jetzt einen coolen Übergang. Der erste Übergang ist gleichzeitig eigentlich ein Effekt. Der nennt sich Ghost-Effekt sozusagen und dafür duplizieren wir jeden Clip, halten also Alt gedrückt und ziehen die Clips nach oben und gehen jetzt zwischen diese 2 Clips. Drücken jetzt Shift und nach links 3-mal. Dann haben wir so viel übrig vom ersten Clip und das gleiche machen wir vom zweiten Clip. So, das Besondere jetzt daran ist, dass wir bei beiden Clips einmal die Deckkraft runter machen, das heißt auf 50%, auch hier auf 50%, und außerdem die Geschwindigkeit verändern, entweder verlangsamen oder schneller machen. In dem Fall machen wir das Ganze jetzt mal langsamer auf 80%. Wenn wir uns das jetzt anschauen, dann sehen wir hier eben zwischen diesen 2 Clips so einen Ghost-Effekt. Hier kommt er noch nicht wirklich richtig zur Geltung. Darum machen wir immer 60%, dann wird er immer so ein Stückchen heftiger. Wir können das Ganze auch mit 120 beispielsweise machen, also jetzt mit sehr schneller Geschwindigkeit. Ist der erste coole Übergang, den ihr gleichzeitig als Effekt nutzen könnt. Das schauen wir uns auch nochmal ganz kurz an, wenn wir hier eben auf 80% beispielsweise machen und die Deckkraft auf 50%, dann haben wir hier schon mal einen sogenannten Ghost-Effekt. Für unseren zweiten Übergang brauchen wir noch einen dritten Clip oder zumindest einen Clip, der kurz ist und den man schnell abspielen kann und in dem muss relativ viel passieren. Man weiß eigentlich gar nicht, was in diesem Clip jetzt hier passiert und das soll auch so sein, denn wir packen den Clip jetzt zwischen unsere 2 und machen die Geschwindigkeit mal auf 350. Wenn wir die Geschwindigkeit sogar mal umkehren, ist auch eine Möglichkeit, weil wir sehen, wenn wir das mal ausblenden, dieser Clip hier beginnt, indem die Kamera nach rechts schwenkt so ein bisschen. Und wenn wir hier die Geschwindigkeit umkehren, bei unserer Zwischensequenz, dann schwenkt die Kamera auch nach rechts. Passt also gleich mal viel besser zusammen. Unser dritter Übergang ist der sogenannte Zoom-Effekt. Dieser macht dann Sinn, wenn wir 2 Clips haben, bei dem das Objekt, das Vordergrundobjekt, erstmal nah und im zweiten Clip dann von weiter weg zu sehen ist. Oder umgekehrt, im ersten Clip weiter weg und im zweiten Clip nah. Und genau dafür sind in der Beschreibung Downloads verlinkt, beziehungsweise ein Download zum Preset Pack für die Übergänge. Und hierfür können wir Zoom Out auf den ersten Clip ziehen und Zoom Out auf den zweiten Clip. Und wie wir sehen, ist jetzt der Unterschied, beim ersten Clip ist man jetzt näher drin im Bild, damit man sozusagen rauszoomen faken kann. Und im zweiten Clip ist man auch näher drin und kommt dann weiter weg. Dadurch denkt man irgendwie, man zoomt raus und ist ein ziemlich cooler Effekt. Den könnt ihr dann anpassen, indem ihr hier beim ersten Key noch eine Position setzen könnt. Zum Beispiel das Auto, das ist jetzt weiter unten, darum schieben wir den Clip noch ein Stückchen weiter runter oder vielleicht sogar noch ein bisschen zur Seite. Es ist also das Auto da und dann kommt das Auto nochmal von weiter weg und auch hier lässt sich's natürlich einstellen im ersten Frame, wo genau wollen wir sein. Das Auto ist jetzt hier und vielleicht sogar ein bisschen
nach rechts. Der zweite Frame muss dann wieder mittig sein. Und schon schaut das Ganze, wenn ihr es angepasst habt, nochmal viel cooler aus, weil es könnte einfach dasselbe Auto sein. Es könnte derselbe Clip sein, nur jetzt irgendwie weiter weg. Übergang Nummer 4 können wir mit diesen zwei Clips ebenfalls machen. Wir löschen einfach den Zoom-Effekt wieder raus hier. So, Richtungsunschärfe und Bewegung wieder zurückgesetzt bzw. gelöscht bei beiden Clips. Und der vierte Effekt eben nennt sich Speedramping. Dafür machen wir unseren Videoblock jetzt erstmal höher, machen einen Rechtsklick, Keyframes einblenden, Zeitverzerrung, Geschwindigkeit. Das gleiche machen wir beim zweiten Clip und jetzt drücken wir die Taste P, dann aktivieren wir hier den Stift, mit dem wir Punkte zeichnen können. Wir machen hier also nichts anderes als die Keyframes, die wir hier oben setzen können, bei Zeitverzerrung, die wir hier setzen können, einfach mit der Maus hier zu setzen. Machen wir hier und hier einmal. Jetzt zoomen wir mal näher rein, drücken wieder V für unser, wie nennt man das, Auswahlwerkzeug, genau, für das Auswahlwerkzeug. Und jetzt ziehen wir diese Leiste hier, die an den am Clipende und am Clipanfang ist, nach oben bis circa 500, ganz grob ungefähr 500. Ziehen das Ganze zusammen, spielen den Clip ab und in dem Fall noch keine große Veränderung. Wir können jetzt aber, weil das Ganze nämlich ein bisschen zu kurz ist, das Ganze so abspielen und jetzt seht ihr, dadurch, dass der Clip jetzt plötzlich so schnell wird, versteht man zuerst nicht, was passiert denn jetzt, und dann plötzlich ist der andere Clip da und durch das Speedramping fällt das alles gar nicht so stark auf. Und wenn man das jetzt noch schneller macht, wird der Effekt sogar noch mal ein Stückchen besser. Das könnt ihr auch wieder ganz cool in Kombination mit Musik machen. Das war unser vierter. Kommen wir zu unserem fünften. Unser fünfter Übergang nennt sich Luma Fade. Das Ganze ist praktisch ein Farbverlauf, bei dem wir jetzt erstmal unsere beiden Clips übereinander schieben müssen, so dass sie sich möglichst schneiden. Darf sogar etwas länger noch sein. So, sie überschneiden sich jetzt ein wenig und jetzt haben wir hier eigentlich die Vorgabe drinnen, Luma Fade. Oh, was haben wir denn da? Luma Fade. Und genau das verwenden wir jetzt. Wir ziehen das auf den oberen Clip, checken als erstes gleich mal bei dem Effekt hier Verlaufsebene Video 2, da ist das Video jetzt drinnen, das passt soweit. Und wir spielen das Ganze mal ab, weil da passt was noch nicht. Gut, das war jetzt ein relativ harter Übergang. Ihr müsst jetzt den ersten Keyframe, es gibt nur zwei Keyframes, den ersten zieht ihr genau zum Anfang von eurem zweiten Clip. Und jetzt beginnt der Luma Fade genau da. Ihr könnt den Look jetzt davon sehr, sehr einfach ändern, indem ihr einfach entweder den Verlauf umkehrt, dann ist das Ganze schon mal umgekehrt und ganz ehrlich, schaut cool aus. Oder, beziehungsweise und, ihr könntet noch die Überblendung glätten, diesen Effekt, entweder stärker machen oder komplett rausmachen, dann wird das Ganze ziemlich eckig und kantig. Schaut dann so aus, ist aber ein mega cooler Effekt. Hier kommt es dann darauf an, welche Stellen hell sind und welche dunkel. Ihr seht, als erstes ändert sich eben dieser obere Bereich, der Himmel und vor allem da, wo die Sonne ist. Da ist der Übergangsabschluss bei 36% und da ist eben sehr hell und umso stärker das wird, umso mehr werden auch die dunklen Bereiche mitgenommen, bis zu 100%. Da wird dann alles mitgenommen und dann habt ihr hier praktisch den Übergang. Das war eben unser fünfter Übergang. Aus meiner Sicht fünf sehr coole Übergänge, die ihr so umsetzen könnt. Einige davon als Preset, wie gesagt, in der Beschreibung zum Download. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Lasst mich auch wissen, wenn ihr Videos damit macht, was dabei rausgekommen ist. Mich würde es sehr interessieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Videos dazu haben wollt, gerne kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.